Guten Morgen. Sommerzeit, Forellenzeit, Fragezeichen. Ja. Wir haben uns nochmal zu Gedanken gemacht, weil auch im Sommer, kennt ihr ja von den letzten Jahren, gehen wir Forellenangeln nicht mehr ganz so extrem auf die ganz großen. Dann kommen auch andere Fischarten natürlich noch in Betracht, die ich beangel. Aber was muss ich beachten, gerade wenn ich im Sommer nochmal ein paar Lachse angeln will? Dafür sind wir heute hier nach Steinfeld an Teich 1. Hier sind Lachsforellen, Saiblinge, Goldforellen, alles große Fische drin. Und wie versuche ich heute welche zu kriegen, da möchte ich euch gerne mal mitnehmen, weil es ist doch ein bisschen was anders, dieses klassische Sommerforellenangeln mit einer Maracas, wo die Fische in der Regel Portionsforellen im Schwarm stehen, irgendwo mittig oder gerade ziehend durch den Teich. Da kann man sie ja relativ leicht beangeln. Aber um wirklich nochmal einen schönen Lachs zu fangen oder eine Goldforelle oder ein Saibling, bedarf es schon ein bisschen mehr Aufwand. Ich werde das heute mal versuchen. Und dann schauen wir mal, ob es klappt. Dann sehen wir uns näher wieder. So, gefühlte 2-3 Stunden geworfen haben wir schon. Guck mal hier, immer dieses Zeug auf der Rolle. Und endlich gibt es einen kleinen Biss. Ja, ich hatte ja gerade schon Biss, da ist mir die Schnur gerissen. Also lieber ein bisschen vorsichtig drillen. Na, komm her im Gestrüpp. Ja, und wir haben sie. Ui, schaut euch die mal an. Warte, ich nehme mal das Gestrüpp raus. Schon eher eine Kupfer wie eine Goldene, oder? Und ihr seht, der Trautkollektor komplett weg. Ich versuche mal den Fisch. Oh, ein Schnabel. Ja, so langsam scheinen sie in Fahrt zu kommen. Metall ging heute gar nicht. Nur Gummi. Ich habe hier einen orangen Trautkollektor drauf. Schon ist der Gummi weg. Ihr seht, vorne Wasser und das weg. Ja, was sagt uns das? Fisch ist hier voll im Steinfeld. Muss man sagen, ja, das ist echt schwierig. Der Wetterumschwung bietet den Fischen, oder was heißt bietet, macht den Fischen richtig zu schaffen. Bis jetzt kamen die Attacken nur auf Gummis. Wir haben Inliner geschmissen, wir haben unseren Prototypen vorhin mal geschmissen, Spoons, alles. Stille Ruten, noch nichts ist. Also fischen wir heute Trautkollektor. Erzähle ich euch näher noch mehr zu. Guckt euch an. Die nächste goldene. Wie ich euch vorhin schon gesagt habe, Taktik war heute eigentlich mit Blech anzufangen. Einen unserer Prototypen. Aber Tag entwickelt sich zum Forellenstorken. So sage ich das immer. Die goldenen verraten sich sehr gut. Gummi in die Nähe hingeschmissen. Jetzt war es der Pinball in Orange. Und bupp, weg war er. Ich versuche noch eine zu kriegen. Ja, ihr wundert euch bestimmt, warum ich hier einen Dreck fische. Ich vermute heute, also halt vermute, ich habe schon zwei hier gefangen, dass die Fische drunter stehen. Ein bisschen Schutz für die Fische vielleicht, aber ganz sicher sogar. Und deswegen fische ich jetzt mal hier diese verdreckte Oberfläche ab, also Pollen und Blüten. Wickelt sich zwar immer wieder an die Schnur, wo ihr aufpassen müsst, weil beim Aufwerfen die leichten Schnüren dann hakt hier, aber hinten passiert gerade gar nichts an der anderen Seite des Teiches. Man müsste halt ab und zu jeder was wegmachen. Aber ich glaube halt einfach, dass hier Fisch ist. Ja, ich habe keinen Kescher hier.
Ich nehme euch mal mit. Stille Route, Bonusroute, wie immer man es mag. Und ich habe mir beim Maiten ein bisschen Teich geliehen. Und dann hat es ja doch nochmal geklappt. Meter auftreibend, auftreibende Montage. Ja, die Fische haben schon Dampf, ich will nicht zu viel Druck machen, wir haben gerade schon eine verloren. Oh ja, aber eine schöne dafür. Guckt euch mal den Fisch an. Stimmt, 1,5–2 Kilo. Ja, heute seht ihr ja schon den ganzen Film, es geht nur ein bisschen was auf Gummi. Und natürlich haben wir unsere stillen Routen draußen. Der Mike von oben, ich von unten. Beides hat bis jetzt Fisch gebracht. Dann werde ich den jetzt auch mal versorgen. Wir haben noch 2 Stündchen. Und dann geht es weiter mit unserem Sommerspecial, nenne ich es mal. Forellen im Sommer. So, und wieder die stille Route. Ja, die ist noch nicht so weit. Also, Sonne ist oben am Himmel, Fische stehen ganz tief. Hier ist das tiefste Loch an dem Teich von über 3 Meter. Und da stehen die Fische drin. Ich guck's euch mal an. Wieder in so einer Stille eine schöne goldene. Na, was machst du haben? 1,5–2 Kilo. Also Leute, gerade Sommerfischen. Es ist schwierig mit Spoon, Gummi. Ihr habt ja gesehen, wir haben den kleinen Chico, den Sunny gefischt. Die kleinen Trautkollektoren haben Fisch gebracht. Aber erfolgreichste Methode heute, Pilotkugelmontage oder halt Spirulino sinken. Ne? Ein kleines Blei davor, um die Höhe einzustellen und fertig. So, ich versuche jetzt mal den Fisch. So. Wie ihr gesehen habt, haben wir gerade auf Gummi gefangen. Wir haben einen auf den kleinen, wie heißt der jetzt mal, Chico gefangen. Aber wie haben wir das überhaupt gemacht? Also, ich bin heute Morgen angefangen, ganz klassisch wie immer, sogar mit dem Inliner, mit 3,5 Gramm. Ich habe mir gedacht, such dir die tiefe Stelle hier am Wasser aus und gehst jetzt mal mit dem Inliner bei. Da ist bestimmt eine Stunde nichts passiert und ich hatte einen Biss. Und das war noch nicht mal ein richtiger Biss. Ich vermute einfach, der Fisch hat hinten drauf gepackt und wieder losgelassen. Also war für mich die logische Schlussfolgerung, wir werden kleiner. Dann bin ich angefangen direkt mit dem Chico und dem Sunny. Das sind unsere kleinen Sommerspoons. Und zack, war schon der erste Fisch dran. Ersten habe ich verloren. Hat mir gezeigt, die Fische beißen heute nicht richtig durch. Wollen kleinere Köder, noch langsamer geführt. Ich habe dann noch ein bisschen mit dem Chico weitergefischt, konnte einen Fisch verhaften. Aber auch ganz krass, Fische sieht man an der Oberfläche. Gefangen haben wir sie aber im Mittelwasser. Auch wieder so ein ganz krasses Ding. Dann habe ich mir gedacht, was machst du jetzt, Olaf? Auch wenn es Zuchtforellen sind, die unterliegen ja trotzdem so ein bisschen der natürlichen Jahreszeit. Das heißt, die Nahrung wird jetzt zum Sommer hin kleiner. Also habe ich mir gedacht, fängst du mit einem Gummi an. Ich bin ganz klassisch angefangen bei uns erst heute mit einem G-Kopf. Ui, da springen sie. Mit einem G-Kopf, wenn man das hier sieht. Ne, so eine mittlere Perle. Und ein Spänzchen, weil ich wollte halt einen Pinball haben, damit wir richtig Bewegung im Wasser haben. Und selbst, ihr seht, das ist dieser kleine 50 mm Pinball, selbst da gab es noch Fehlbisse drauf. Und was mache ich? Ich guck mal hier drauf, ich habe den Pinball gekürzt. Und habe eine Chiboraschka davor gemacht. Ja, warum mache ich das? Ganz einfach. Ich wollte den Haken halt noch mehr an den Köder kriegen, am Hinterteil des Köders. Also habe ich ihn gekürzt. Dadurch vergeht mir aber ein bisschen Spiel verloren und dafür habe ich dann den Chiboraschka genommen statt des Jigkopfes. Und wenn ihr hier mal guckt, guckt euch mal die gekürzte Stelle an, die ich einfach abgekniffen habe, was ich an Wasserdruck vorne habe. Das heißt, ich habe einen kleinen Köder, der richtig im Wasser Radau macht. Und das war dann auch der Schlüssel zum Erfolg. Ihr habt es ja selber gesehen, es sind mittlerweile 5, 6 goldene Forellen, schöne Lachse rausgekommen und ein normaler Lachs. Und Schlüssel zum Erfolg war heute, Köder verkleinern, Spiel dabei behalten, also das, auch wenn ich den Köder kürzer mache, der Haken weg, wandert nach hinten. Ihr müsst trotzdem den Köder aktiv halten, deshalb das Chiboraschka. Und schon
hatten wir ein paar schöne große Lachse. Also, auch im Sommer könnt ihr eure Fische fangen. Nicht verzweifeln, einfach sich versuchen, so ein bisschen mal der Jahreszeit anzupassen, sich ein bisschen in den Fisch reinzuversetzen und dann sollte es in der Regel auch klappen. Das ist keine Garantie, aber wenn ihr so ein bisschen so nach diesem Schema vorgeht, solltet ihr auch im Sommer eure Lachse regelmäßig fangen. So, Mittagszeit, guckt euch das an hier, strahlend blauer Himmel. Wir haben jetzt schon die 20 Grad locker geknackt, es wird immer noch schwieriger. Wie ihr seht, das aktive Angeln ist jetzt fast ganz vorbei. Ich habe hier zwei stille Ruten im Wasser, eine auftreibende und eine Pilotkugelmontage. Wir werden jetzt noch eine halbe Stunde machen und dann ist für uns der Tag auch gegessen. Auch so ein Sommerding, über die Mittagspause geht in der Regel gar nichts. Ich werde jetzt meine Sachen packen, ab nach Hause fahren und den Film versuchen fertig zu machen mit dem Mike. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es unten einfach rein. Egal ob zu Köder, Tackle, das kennt ihr von mir, wo ich mittig fische. Falls ihr es doch nicht genau wisst, schreibt mich an. Ich werde euch da immer helfen. Ciao. Ja, Petri, schöner Fisch.